Hallo, im heutigen Sammlungsvideo zeige ich euch mal wieder meine Anime-Sammlung. Ist ja auch schon wieder ein Weilchen her, dass ich sie gezeigt habe und es sind auch ja ein paar neue Anime dazugekommen. Und da fangen wir hier als erstes an mit Avatar, der Herr der Elemente, das komplette Buch 1, Wasser, Buch 2, Erde. Und Buch 3, Feuer. Dann geht es weiter mit einigen Pokémon-Filmen. Hier haben wir einmal den ersten Film Mew vs. Mewtwo. Dann Film Nummer 3. Also ich hoffe, man kann es etwas erkennen. Es ist ein bisschen dunkel. Aber hier geht es halt nicht so mit dem heller machen. Dann Film 3 im Bann der Inkognito. Film 4, die zeitlose Begegnung. Dann haben wir Pokémon Heroes, der Film. Film Nummer 6 ist Jirachi Wishmaker oder Jirachi, je nachdem, wie man es ausspricht. Film Nummer 7, Destiny Deoxys. Dann, ich glaube, es war Film 15, aber ich bin mir nicht mehr sicher, mit Kyurem und der Ritter der Redlichkeit. Wie gesagt, fand ich einer mit der schwächeren Filme. Und dann kommen ein paar neue, wobei ich jetzt nicht weiß, ob ich den letztens schon hatte. Ich glaube nicht. Und zwar Pokémon, Diantie und der Kokon der Zerstörung. Dann haben wir noch Hooper und der Kampf um die Geschichte. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich fand ihn mega gut, hat mir richtig gut gefallen. Und dann haben wir als letztes noch Vulkanien und das mechanische Wunderwerk. Ja, damit sind nun auch bis jetzt alle Pokémon-Filme endlich vollzählig. Ich freue mich schon auf den nächsten Film. Ich glaube, das ist der 20. Der kommt ja jetzt auch demnächst raus. Und ich habe ihn schon gesehen und er hat mir richtig gut gefallen. Ist ja die Geschichte nochmal neu erzählt mit anderen Charakteren. Aber hat mir trotzdem sehr, sehr gut gefallen und werde ich mir auf jeden Fall auch holen. Dann den einzigen Detektiv Conan-Film, den ich mal wieder in meiner Sammlung habe. Und zwar ist das Die Kreuzung des Labyrinths. Einfach weil Heiji Hattorida mitspielt und ich den, ich den Film sehr gerne mag. Es gibt wenig Filme oder die folgenden wenigen Filme, die ich noch mag. Es kam ja bei ProSiebenMax ja schon vor einer Weile die Detektiv Conan-Reihe und ab einem bestimmten Film habe ich halt seit Jahren nicht weitergeguckt und die habe ich alle geguckt und von denen, ich glaube, das war von Film 11 bis 19, haben mir nur noch zwei weitere gefallen. Die anderen fand ich alle ja nicht so toll. Aber der hat mir sehr gut gefallen. Dann haben wir als nächstes die Death Note Box. Immer noch da, wird auch noch immer bleiben. Wie die beiden Filme. Einmal hier den ersten Film. Das ist ziemlich dunkel. Ich werde wohl die wahrscheinlich dann doch rausholen und zeigen. Und den zweiten. Dann haben wir die ganzen One Piece Filme. Beziehungsweise One Piece. Jetzt muss ich gucken. Strong World. Film 10. Z ist der 11. One Piece Gold. Und halt die, ja, Zusatzepisoden, Episode of Ruffy, Episode of Nami, Episode of Mary und Abenteuer auf Nebulandia. Ich glaube, ich weiß gar nicht, jetzt 3D Two Years ist ja jetzt auch schon draußen oder auch schon seit einer Weile. Steht noch auf meiner Liste, aber ich weiß noch nicht, wann ich den holen werde, aber will ich auf jeden Fall noch holen. Dann haben wir hier ein paar Naruto-DVDs, wo auch wieder ein bisschen mehr dazu gekommen ist. Da haben wir einmal hier von Naruto die zweite Staffel, dann die dritte Staffel, Staffel 5 und dann noch Naruto Shippuden die erste Staffel, sowie die Filme... Der Movie Bonds. Dann haben wir noch Die Erben des Willen des Feuers.
Naruto Blood Prison, Road to Ninja, Naruto the Movie, The Last Naruto the Movie und zum Schluss noch Naruto Boruto the Movie. Ja, ich habe ja gehört oder beziehungsweise in einem Video gesehen, dass KSM auch die Boruto-Serie lizenziert haben soll und ich finde die Serie bis jetzt ganz in Ordnung. Es gibt ein paar Arcs, ich glaube, das hatte ich schon mal gesagt, die ich jetzt nicht so mag. Es gibt ein paar Arcs, die ich echt gerne habe und ja, wahrscheinlich werde ich mir so einzelne Volume dann holen, wenn sie rauskommen. Aber ich glaube, sie wollen erst Naruto beenden und dann mit Boruto anfangen. Finde ich eigentlich auch gut so. Bin auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich. Und dann haben wir hier am Ende noch, die natürlich falsch rumstehen. Als erstes einmal den Digimon Schuber, den ersten. Natürlich komplett. Und dann auch den zweiten Schuber, auch mit allen. Das war es dann von dieser Reihe und dann geht es gleich mit der nächsten Reihe weiter. Und weiter geht es hier mit der Komplettbox von Digimon Tamers. Und zum Schluss die Komplettbox von Digimon Frontier, auch endlich alle komplett. Ja, meine vier Lieblingsstaffeln. Ich weiß gar nicht, wann Staffel 5 rauskommen soll. Ich bin mir immer noch unsicher, ob ich sie mir doch wirklich holen soll oder nicht. Vom Sammler her würde ich sagen, ja, es gehört zu Digimon. Ich würde sie mitholen. Von der Staffel her war ich halt kein großer Fan davon und weiß es halt noch nicht. Muss ich mal gucken. Dann haben wir als nächstes Digimon der Film. Dann geht es mit dem neuen Digimon-Filmen weiter. Einmal Digimon Adventure Trial Chapter 1 Reunion. Chapter 2 Determination. Chapter 3 Confession. Und Chapter 4 Lost. Habe ich erst vor kurzem geguckt. Ja, kannte ich schon vorher, aber ich habe den halt nochmal auf Deutsch geguckt. Ja, der vierte war jetzt nicht so fantastisch, wie ich jetzt den dritten fand. Generell ist die Reihe okay. Aber es sind halt Fragen übrig geblieben. Aber ich freue mich trotzdem, wenn die restlichen zwei erscheinen sollten. Dann haben wir hier Sword Art Online, The Movie, Ordino Scale. Habe ich nun auch endlich geguckt. Hat mir immer noch sehr gut gefallen. Ja, cooler Film. Ich freue mich auf Staffel 3. Dann haben wir K-Project. Einmal die erste Staffel. Natürlich komplett. Dann K-Missing Kings, den Film. Und demnächst wird dann auch, ja, die erste Volume der dritten Staffel bei mir ankommen. Beziehungsweise werde ich mir kaufen. Freue ich mich auch schon sehr. Und ich mag Kay. Dann haben wir noch die erste Serie von Danganronpa Volume 1. Volume 2. Volume 3. Und Volume 4. Ich habe auch schon von Danganronpa 3 den, ich muss jetzt gucken, Future Arc, die erste Volume habe ich auch schon. Ist hier noch nicht mit drin, weil ich die DVD noch nicht geguckt habe. Beziehungsweise ich habe sie im Update noch nicht gemacht und daher ist die hier noch nicht mit bei. Und hier haben wir zum Schluss dann noch ein paar Filme. Einmal Kikis kleiner Lieferservice. Ami und Yuki, die Wolfskinder. Dann Das Schloss im Himmel. Der Mohnblumenberg, Das wandelnde Schloss, mein absoluter Lieblingsfilm, Erinnerung an Mani, dann endlich Chihiros Reise ins Zauberland und zum Schluss noch Rudolf der schwarze Kater. Das waren jetzt ja hier oben so, ich sag mal, die DVDs und die Anime, die ich besonders gerne mag und ja, die halt einen bestimmten Stellenwert bei mir haben. Und dann gehen wir eine Etage runter, wo halt noch andere Animes sind, die ja einige jetzt auch nicht so schlecht sind, aber die ich halt oben nicht gemacht habe. Da haben wir einmal hier unten, geht's los mit Das Bildnis der Petite Cosette. Ja, gefällt mir nicht, aber habe ich halt immer noch. Dann die Kickers, wo ich gerade sehe, dass die Box mit den Namen verkehrt rum ist. So wie Kitty Great.
1 bis 6. Ich werde die anderen zwei nie bekommen. Ja, will ich eigentlich jetzt auch gar nicht mehr, aber ich behalte sie trotzdem. Dann haben wir hier noch Sister Princess. Dann geht es weiter mit Yu-Gi-Oh! Der Film. Dragon Ball Z, der Film. Hier ist es jetzt ein kleines bisschen dunkler. Dann haben wir Persona 3, The Movie 1, Spring of Birth. Da kommen ja jetzt die anderen drei restlichen Filme raus. Und ich glaube, im letzten Update-Video habe ich gesagt, ja, ich hoffe, dass sie endlich rauskommen. Aber mittlerweile bin ich gar nicht mehr so erpischt darauf, mir die restlichen drei Filme zu holen. Mir reicht der eine. Und ja, ich habe sie ja so oder so gesehen, von daher. Dann haben wir hier Fate Stay Night Volume 3 und Volume 4. Dann geht es weiter mit zweimal Frozen Maiden. Als nächstes, die zeige ich jetzt einmal so, folgen ganz, ganz viele Captain Tsubasa bzw. die Superkickers. Einmal diese Version hier, also es sind halt die ganz alten, die ich mir damals geholt habe. Dann habe ich mir die nochmal neu geholt, also ja, so ein bisschen überarbeitet. Ich wollte halt die Box haben. Ist halt jetzt nichts anderes als diese hier, aber ja, ich fand sie halt cooler. Dann haben wir hier hinten nochmal Captain Tsubasa, die Superkickers. Sozusagen, ja, die ersten Folgen sind so ein bisschen Wiederholung. Dann geht es so ein bisschen weiter, ja, wenn es Tsubasa ins Ausland geht. Ja, war ganz nett, aber würde ich jetzt vielleicht doch kein zweites Mal gucken. Und dann hier hinten noch die Mila Superstar Box, die ich mir geholt habe mit der, beziehungsweise die komplette Serie. Ich hatte früher ja nur Volume 4 und wollte unbedingt die Serie haben. Und ich habe es mir dann geholt und ja, muss sie unbedingt nochmal gucken. Ja, das war es dann hier von der Seite, beziehungsweise von der Reihe. Und da kommt vorne nochmal ein paar DVDs und die zeige ich euch gleich. Hier am Ende haben wir dann noch meine Bakugan-Reihe von der ersten Staffel, die komplette Reihe. Dann noch Bakugan Yu Vestroia, ist ja die zweite Staffel, da ist dann Volume 1 und 2. Ist ja nicht weiter rausgekommen, aber ich wollte die unbedingt haben. Und zum Schluss noch die ersten 5 Volume von Beyblade, die damals rausgekommen sind. Auch ein bisschen schade, ja, dass sie nie weitergemacht haben, aber ja, ich war irgendwie im Fieber und ich wollte die halt die ersten Volume haben. War mir jetzt auch egal, ob es nun weitergeht oder nicht. Normalerweise mag ich es ja nicht so unabgeschlossene Reihen, sei es jetzt von Anime, von Manga oder Bücher oder sonst was, im Regal zu haben, aber ja, die wollte ich einfach haben und habe sie mir deshalb gekauft. Ja, und das war's dann auch schon von meiner Anime-Sammlung. Wie gesagt, vom letzten Mal sind doch einige oder beziehungsweise ein paar Sachen dazugekommen. Nicht ganz so viel. Ich, ja, habe es auch doch reduziert, nur auf sehr wenige, die ich jetzt noch haben möchte. Trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!